Freitag, der 14. März 2014. Recht herzlich willkommen zum Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal. Wie immer freue ich mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Erfreuliche Themen erwarten Sie in unserer heutigen Regionalmagazin-Ausgabe. Welche unter anderem mit dabei sind, gibt es in einer kleinen Übersicht. Junges Leben. Armeus Klinikum Schöneberg begrüßt 100. Geburt 2014. Hochwasserschutz. Vertreter der Stadt Schönebeck und des Ministeriums trafen sich zu einem Informationsgespräch. Und Wassertourismus. Magdeburg eröffnet seine Türen und Toren am Wochenende in Magdeburg. Wunderschöner Sonnenschein war ein täglicher Begleiter in der zurückliegenden Woche. Somit konnten auch wieder Wiesen und Blumen auf den Wiesen blühen. Ein Bild hiervon sehen Sie eingefangen von einem unserer Redakteure unterwegs in Magdeburg. Ein wunderschönes Foto, was zeigt, dass wieder Frühling ist. Ja, sehr geehrte Zuschauer, ein weiteres erfreuliches Ereignis ist heute Morgen um 8 Uhr der Presse bekannt gegeben worden. Und zwar gab es die 100. Geburt im Klinikum hier in Schönebeck. Hallo Mama, hallo Papa, die Zeit ist um und ich bin da. Hallo Mama, hallo Papa, wie geht es euch? Ist alles klar? Am 11. März 2014 um 19.18 Uhr erblickte die kleine Lea Alina Jobs im Armeus Klinikum Schönebeck 4 Wochen zu früh das Licht der Welt. Die Kleine wog zu ihrer Geburt nur 1750 Gramm und ist ganze 44 cm groß. Oberbürgermeister Bert Knoblauch und Mitglied des Landtages Dr. Gunnar Schellenberger ließen sich diesen Anblick von Lea Alina nicht entgehen und gratulierten am Freitag herzlich. Krankenhausdirektor Guido Lenz und viele weitere Ärzte und Geburtsschwestern taten es ihm gleich. Ziel sind 500 Geburten im Jahr und das integrierte Kinderzimmer des Klinikums für gesunde, nicht ganz gesunde, frühe und neugeborene Babys bietet gute Voraussetzungen. Die Schönebecker Schwerpunktklinik für Geburten der Region ist bestens vorbereitet. Jedoch hat Klinikdirektor Guido Lenz auch seine Bedenken. Das kommt für die geburtsschwachen Jahrgänge, die jetzt Mütter werden. Und da fehlen einfach die Mütter, die Kinder kriegen. Das wird dann so in 3-4 Jahren, dass wir wieder relativiert haben. Aber jetzt kommt erstmal die Anstrengung her. Dank der ständigen Präsenz von Kinderärztinnen und Kinderkrankenschwestern kann Lea Alina trotz ihres Geburtsgewichtes in der Nähe ihrer Mama bleiben. Hier wird sie im Brutkasten gemeinsam von Fachpersonal und Eltern liebevoll betreut. Da die geforderten Voraussetzungen vorliegen, dürfen in Schönebeck Risikoschwangerschaften ab der 32. Schwangerschaftswoche und Neugeborene ab einem Gewicht von 1500 Gramm betreut werden. Doch wie fühlt sich der Moment an, wenn man das eigene Kind das erste Mal sieht? Wahnsinn, können wir eigentlich nicht beschreiben. Nee, das ist in der Hand auch nicht. Ja, in der Hand dürfen wir noch nicht, aber schon das Sehen und das Streicheln und einfach spüren, dass es jetzt wirklich da ist, nicht mehr im Bauch, sondern draußen. Das ist Wahnsinn. Fehlen einem die Worte. Für die glücklichen Eltern aus Schönebeck ist Lea Alina das erste Kind. Mutti Anne Hoppe und Vati Christian Jobs fühlen sich im Klinikum gut aufgehoben. Also wunderbar, wir können uns überhaupt nicht beklagen. Es ist alles super gelaufen. Die Kleine ist ja nur wesentlich zu früh gekommen. Und haben sich alle wunderbar gekümmert. Fing an bei unserem Hausarzt, Herrn Dr. Henning, über die Ärzte hier, Herr Dr. Koch, bei dem waren wir meistens in Behandlung, hat genau richtig entschieden zum Wohle des Kindes. Und ja, dann war sie da, die kleine Maus. Und wie gesagt, die Schwestern kümmern sich hier alle wunderbar, Kinderschwestern. Also das ist hier Hand in Hand geht das hier im Klinikum, ja. Dass diese Entwicklung so anhält, dafür sorgen die Ärzte und Mitarbeiter durch viele Angebote. So der Chefarzt Dr. Harald Friedrich. Es finden regelmäßige Elterninformationsabende, der nächste am 17. März 2014 statt. Diesmal werden die Besucher, abgesehen von den Entbindungsmöglichkeiten und dem Leistungsspektrum des Klinikums, viel Interessantes zum Thema Stammzellen und deren Entnahme aus dem Nabelschnurblut erfahren. Auch wir vom Elbe-Kanal möchten an dieser Stelle natürlich alles erdenklich Gute wünschen. Sowohl für das Kleine als auch für die Eltern sollten Sie jetzt im Krankenhaus zuschauen. Ihnen einen wunderschönen Tag und nochmals alles, alles Gute.
Wir kommen zu unseren Kurznachrichten. Zum einen hat die Magdeburg in Magdeburg heute Morgen seine Türen und Toren geöffnet. Darüber hinaus gab es ein Treffen zum Thema Hochwasserschutz und Vernässungsproblematik in Prätzin. Auch dort waren wir natürlich für Sie vor Ort. Weitere Informationen jetzt in unseren Kurznachrichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Am 14. März wurde die 15. Magdeburg eröffnet. 115 Aussteller präsentieren auf einer Ausstellungsfläche von über 10.000 Quadratmetern die neuesten Trends für den Wassersporttourismus. In diesem Jahr gibt es für alle Besucher ein großes Highlight. Es gibt eine große Jubiläumstombola, welche am Messesonntag ausgelost wird. Am 15. und 16. März ist die Messe jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Besuch in der Stadt an der Elbe lohnt sich somit doppelt. Das Thema Hochwasser und Grundwasser spielt derzeit immer noch eine wichtige Rolle bei den Behörden. Bei einer Veranstaltung am 14. März wurden über Maßnahmen zum Thema Hochwasser und Vernässungsprobleme in Prätzin gesprochen. Es waren Dr. Gunnar Schellenberger, Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck, Bert Knoblauch, sowie der Ortsbürgermeister von Prätzin, Friedrich Harwig, der Ortsbürgermeister von Ranis, Klaus Maser, als auch der Ortsbürgermeister von Plötzky, Herbert Schmeißer und die Ortschaftsräte aus Plötzky, Prätzin und Ranis anwesend. Nach ausgiebigen Erläuterungen zu den geplanten Projekten im Jahre 2014 durch den Minister konnten weitere Fragen beantwortet werden und Probleme aufgezeigt werden. Am Mittwoch, dem 12. März, fand im Rahmen des Schülerkochwettbewerbes der Erdgas Mittelsachsen GmbH ein Workshop mit dem Profikoch Christoph Ahrens statt. Die Schüler der 6 für den Wettbewerb angemeldeten Schulteams aus Schönebeck, Kalbe, Förderstedt und Zerbst erhielten dabei wertvolle Tipps und Tricks für ihre Wettbewerbsmenüs. Das Motto des Wettbewerbes lautet in diesem Jahr Fast Food selbstgemacht. Für den Workshop stellte Leonidis Tsiadis am Ruhetag des Restaurants Elbblick seine Räumlichkeiten zur Verfügung. Nach der Herstellung von Puten-Nuggets und Hamburgern fand Christoph Ahren zum Abschluss lobende Worte für die engagierten Juniorköche. Er lobte ihre Kreativität und bescheinigte den Schülern ein hohes Potenzial. Jetzt bleibt den Teams nur noch ein wenig Zeit, um zu trainieren, bevor es dann im April zu 3 Kochduellen kommt. Im Finale machen die Gewinner der Kochduelle dann den Sieger unter sich aus. Gezaubert wird dann von den Jungköchen ein 3-Gänge-Menü für 4 Personen. Für Erna und Horst Barbie aus Schönebeck war der 13. März ein ganz besonderer Tag. An diesem Tag feierten sie ihre diamantene Hochzeit. Kennengelernt haben sich die beiden vor 60 Jahren beim Tanzen und nur 4 Wochen später wurde bereits geheiratet. Ihren großen Ehrentag werden Erna und Horst noch einmal kräftig in Bremen nachfeiern, denn eigentlich sind sie an ihrem Hochzeitstag nie zu Hause. Autoclub Europa hatte am 12. März seine erste Clubveranstaltung. In der Teutloff Bildungsstätte wurde über das Thema Verkehrsteilnehmerschulung beraten. Es wurde das Wissen im Straßenverkehr aufgefrischt. Die vielen Besucher waren von diesem Clubabend auf jeden Fall begeistert. Am Blauen Steinweg in Bad Salzelmen entsteht ein neuer Nettomarkt. Die Bauarbeiten sollen 4 bis 5 Monate andauern. Monatelang wurde geprüft, ob sich der Standort für solch einen Einkaufsmarkt lohnt. Die Straße Blauer Steinweg wird während der Arbeitszeit höchstens für ein paar Stunden gesperrt sein. Eine Vollsperrung soll nicht erfolgen. Jedoch hinterlässt der geplante Neubau bei anwesenden Bürgern ein wenig Unmut. Ist so ein Markt hier wirklich notwendig? Brauchen wir einen weiteren Supermarkt in Schönebeck? Das sind Fragen, die jeder für sich selbst beantworten muss. In den letzten Wochen sind im Salzlandkreis vermehrt falsche 20- und 50-Euro-Scheine aufgetaucht. Die Gelder wurden überwiegend erst in einer der Kontrollmaschinen der öffentlichen Banken festgestellt und aussortiert. Was den Schluss zulässt, dass die Fälschungen, sogenannte Falsificate, entweder sehr gut sind oder die Bürger dem Falschgeld zu wenig Beachtung schenken. Somit gilt der Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger, ihre Scheine genauer zu kontrollieren und auf die Sicherheitsmerkmale zu achten. Im Frühjahr dieses Jahres wird ein Baumschnitt an Jungbäumen in Schönebeck durchgeführt. Dadurch sollen die Bäume gepflegt und ein Lichtraumprofil für den Verkehr entstehen.
Es werden Straßenbäume unter anderem in der Moskauer Straße, der Leipziger Straße, der Friedrichstraße, der Eggersdorfer Straße und der Magdeburger Straße sowie Einzelbäume in der Pfennerstraße, der Heinrich-Heine-Straße und der Thälmann-Brücke durch eine Fachfirma beschnitten. Die Stadt Schönebeck veräußert am Dienstag, dem 1. April 2014 im Breiteweg 18 in der Zeit von 16 bis 18 Uhr 9 Pfundfahrräder. Im Einzelnen werden 5 Damenfahrräder, ein Herrenrad, ein Mountainbike und 2 Trekkingfahrräder angeboten. Jedes Pfundfahrrad ist mit einer laufenden Nummer und dem Preis versehen. Der Preis ist vor Ort und in bar zu entrichten. Der Erwerb des Pfundfahrrades wird durch einen Kaufvertrag dokumentiert. Ein Versand ist nicht vorgesehen. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786101. Soweit die Kurznachrichten für die heutige Freitagsausgabe. Zu einigen Themen gibt es mehr Informationen in den kommenden Regionalmagazin-Ausgaben. An dieser Stelle gebe ich ganz kurz ab in die Werbung. Danach begeben wir uns auf die Saline-Insel. Dort konnte eine Gedenktafel ihrer Bestimmung übergeben werden. Natürlich gibt es die Gewinner zum Medium der Woche, das Wetter und die Veranstaltungstipps mit Freikarten. All das wartet noch auf Sie. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen wie immer höchste Ansprüche an unsere Herstellung und natürlich den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Schweinefilet 100 Gramm zu 80 Cent, Schnitzelfleisch 100 Gramm zu 55 Cent, Bockwurst 100 Gramm zu 50 Cent und Schinkenspeck 100 Gramm zu 90 Cent. Seit 19 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske. Ostern steht vor der Tür. Entdecken Sie die neuen Osterkollektionen von Villeroy und Boch, Göbel und Hutschenreuther. Faszinierende Osterwelten bei Kilt. Ambiente für Tisch und Küche. Am Markt 4 bis 5. Ich gehe kicken beim Schönebecker SV 1861. Wir gehen ins Konzert zur Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Wir gehen zum Treff zum Schreien. Wir gehen zur AWO Kindertagesstätte. Ob Kultur, Sport oder Soziales, die Erdgas Mittelsachsen GmbH ist für Sie immer ein zuverlässiger Partner. Danke, EMS. EMS, Energie mit Service. Erdgas und Strom sind unser Geschäft. Jetzt anrufen und sparen. Frühlingssaison im Blumenhaus Hesse. Auch in diesem Jahr möchte Sie das Blumenhaus Hesse herzlich willkommen heißen. Erfreuen Sie sich an den Düften des Frühlings. Egal ob Primeln, Narzissen, Vergissmeinnicht, Tausendschön, Hornveilchen und Stiefmütterchen. Jetzt neu in unserem Sortiment erhältlich sind modische Accessoires, Tücher, Schals und hübscher Modeschmuck. Bei uns finden Sie alles in großer Auswahl und bester Qualität. Seien auch Sie mit dabei in Ihrem Blumenhaus Hesse. Andere machen sauber, wir reinigen gründlich. Ihre Gebäudereinigung Nico Peters. Telefon 0152 232 03053. Sie möchten sich in den kommenden Jahren nicht mehr mit den schwankenden Strompreisen beschäftigen? Seit dem 1. Juni 2012 können Sie mit SWS Transparent Strom langfristig planen und werden zu günstigen Konditionen beliefert. Wir bieten Ihnen unsere Strompreisgarantie auf den stabilen Stadtwerkeanteil. Wahlweise bis 2014 oder 2015. Ausgenommen sind die Anpassungen der staatlichen Abgaben aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, die § 19 Strom-NEV-Umlage und die Offshore-Haftungsumlage. Zusätzlich bieten wir Ihnen einen Laufzeitrabatt für das jeweilige Produkt, maximal 0,714 Cent je Kilowattstunde, bei Vertragsabschluss mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2015.
Denken Sie heute schon an morgen. Für unser neues Produkt SWS Transparenzstrom können Sie zusätzlich die Option Ökostrom wählen. Hier erhalten Sie Ihren Strom aus 100% erneuerbaren Energien aus Wasserkraft. Der Arbeitspreis erhöht sich für unser Ökostromprodukt nur um 0,75 Cent je Kilowattstunde. Haben Sie noch Fragen? Wir begrüßen Sie gerne im Stadtwerkehaus in der Friedrichstraße 117 in Schönebeck oder beraten Sie telefonisch unter 03928 788 688. Weitere Informationen finden Sie im Web unter stadtwerke-schönebeck.de. Brauchen Sie eine neue Brille? Dann ist Wiechert Optik und Hörgeräte in der Friedrichstraße 54 Ihr Ansprechpartner. Profitieren Sie von unseren Leistungen rund um Ihre neue Brille. Bei uns erhalten Sie eine Gleitsichtbrille inklusive Fassung, Kunststoffgläsern, entspiegelt und gehärtet. Im Komplettpreis für nur 199 Euro. Oder benötigen Sie eine neue Fern- oder Lesebrille? Ebenfalls inklusive Fassung, Kunststoffgläsern, entspiegelt und gehärtet für nur 99 Euro. Dank unserem freundlichen und kompetenten Personal finden Sie garantiert das richtige Produkt. Wir freuen uns auf Sie, Ihre Linda Kossack und Ihr Frank Wiechert. Schurreisen, Ihr preiswerter Reiseanbieter für Busreisen in Europa. Heute entführe ich Sie 7 Tage lang zum Aachensee. Mit dem 4-Sterne-First-Class-Bus geht es zum Aachensee in das 4-Sterne-Hotel Zillertaler Hof. Lernen Sie bei einem Tagesausflug und einer Stadtführung Innsbruck kennen. Auf der Rücktour geht es nach Jenbach zur Aachensee-Dampfzahnradbahn. Nach einer Schifffahrt auf dem Aachensee nach Pertisau haben Sie die Möglichkeit, eine Kutschfahrt in das Karwendelgebirge zu unternehmen. Viel Spaß! All unsere Reisen im 4-Sterne-Hotel und im 4-Sterne-First-Class-Bus. Weitere Informationen finden Sie unter www.schur-reisen.de. Schurreisen, wir freuen uns auf Sie! Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem! Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, damit alle Zuschauer wissen, wie gut und günstig sehr gute Qualität sein kann. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Zurück aus der Werbung stelle ich Ihnen nun die Frage, kennen Sie Karl Samuel Leberecht Herrmann? Wenn nicht, dann sollten Sie jetzt gut zuschauen, denn für ihn wurde eine Gedenktafel auf der Salineinsel errichtet. Karl Samuel Leberecht Herrmann gründete vor 217 Jahren eine der ältesten chemischen Fabriken Deutschlands. Die königlich-preußische chemische Fabrik Hermania, vielen Schönebeckern heute bekannt als Schirm GmbH. Der ursprüngliche Firmensitz befand sich auf der Salineinsel im heutigen Bürgerpark. Ihm zu Ehren konnte am vergangenen Mittwoch ein Gedenkstein der Öffentlichkeit übergeben werden. Ja, wir haben eine Gedenktafel erstellen lassen zum Andenken an einen großen Erfinder unserer Stadt, einen großen Erfinder und Entdecker. Das ist Karl Herrmann. Er hat 1797 auf dem hiesigen Gelände die königlich-preußisch-chemische Fabrik gegründet, die damalige Hermania, wie sie genannt wurde, jetzt Schirm GmbH in der Geschwister-Scholl-Straße. Und zum Gedenken an den Herrmann haben wir eben einen Gedenkstein hersetzen lassen, inklusive Gedenktafel mit einiger Inschrift zur Information für die Bürger unserer Stadt. Die Industrie spielt in der Schönebecker Geschichte eine wichtige Rolle und die Salineinsel war ein wichtiger Standort in der vergangenen Zeit. Aus diesem Grund und weil sie heute als Bürgerpark viel besucht ist, entschied man sich für den Standort am Rundgang auf der Insel. Dort erinnert nun eine Gedenktafel auf einem großen Findling an die Geschichte zu Karl Herrmann. Kein Morgen geht ohne gestern. Es ist immer so, dass wir die Tradition pflegen sollten, denn das ist auch unser Aushängeschild, denn wir fußen ja im Grunde auf diesen Traditionen, wir bauen auf ihnen auf
Ohne diese Vorväter hätte es Schönebeck in dieser Form und halt nicht gegeben und in dieser Entwicklung. Und deshalb ist es wohl nur geboten und auch richtig, diese Menschen ja ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken und auch den jungen Menschen gerade. Und deshalb waren auch die Schüler heute hier vom Gymnasium ins Gedächtnis zu rücken. Ab sofort können sich alle Interessierten hier über Karl Samuel Leberecht Hermann informieren und so kehrt nach 217 Jahren die Person an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Obwohl der Frauentag nun schon einige Tage zurückliegt, möchten wir an dieser Stelle es nicht versäumen, Ihnen einige Eindrücke von einer Frauentagsfeier hier in Schönebeck zu zeigen. Am Mittwoch, dem 12. März, fand traditionell im Haus Luise in der Moskauer Straße die Frauentagsfeier vom SPD-Ortsverein Schönebeck, dem DGB sowie der IG Metall statt. Im Namen der drei Veranstalter begrüßte die SPD-Landtagsabgeordnete Petra Grimbenne die Anwesenden auf das Herzlichste. Jung und alt des weiblichen Geschlechts trafen sich zum gemütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen. Auch das ein oder andere Gläschen Sekt wurde geleert. Leider war die Resonanz aufgrund des guten Wetters nicht so gut wie im letzten Jahr. Dadurch ließen sich die Damen aber die gute Laune nicht vermiesen. Eine fröhliche Stimmung brachte zum Höhepunkt des Nachmittags die Kabarettistin Josephine Lemke in die Runde. Sie verkörperte wieder ihre Künstlerfigur Lisbeth Koslowski, die Rentnerin, die niemals Zeit hat, und unterhielt so das anwesende Publikum. Ihre Frage, ob sie nun ins Fernsehen komme, kann eindeutig bejaht werden. Das ist für die rüstige Entertainerin allerdings nichts Neues. Josephine Lemke hat schon zahlreiche Programme für das Kabarett geschrieben und tritt selbst etwa 200 Mal im Jahr deutschlandweit auf. Wir kommen zum Medium der Woche und den damit verbundenen Gewinnern dieser CD. Wer am Gewinnspiel teilgenommen hat und das Glück hatte, gelost zu werden, darf sich jetzt über diese CD freuen. Wer das ist, sehen Sie wie immer unten eingeblendet. Die Namen stehen da. Herzlichen Glückwunsch. Sie können Ihren Gewinn hier bei uns in der Bahnhofstraße 5 abholen. Und auch das neue Medium der Woche steht schon in den Startlöchern. Das gibt es in dieser Woche zu gewinnen. Hier ein paar Einblicke. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Die Chartparty der Megastars feiert mit 44 überragenden Top-Hits auf zwei CDs die neue The Dome Volume 69. Ob zum Chillen oder Tanzen, findet hier jeder die passende musikalische Begleitung durch den Frühling. The Dome 69 präsentiert die aktuellen Charthits aus Dance, Pop und Rock. Pharrell Williams macht dich mit seinem Nummer 1 Hit so richtig happy. Und Revolverheld sorgt mit Ich lass für dich das Licht an für Gänsehaut. Mr. Props Waves ist nicht nur ein genialer Clubhit, sondern schickt sich an, die neue Nummer 1 der Charts zu werden. Mit von der Partie sind Calvin Harris, Olly Murs, Martin Garrix, Bastille, Imagine Dragons, Sido und Materia. Natürlich darf auch Trejoli aus Berlin Tag und Nacht mit Bo nicht fehlen. Als besonderer Bonus findet ihr auf The Dome Volume 69 den Tiesto Club Mix von Pitbulls Timber. Der Frühling kann kommen mit The Dome Volume 69 als Medium der Woche. You know the party don't stop till 6 in the morning. We done. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben.
Möchten auch Sie das Medium der Woche gewinnen, dann schalten Sie doch in der kommenden Woche ein und machen mit bei unserem Gewinnspiel. Gewinnen können Sie auch heute wieder bei unseren Veranstaltungstipps. Wir haben immer noch die Freikartenaktion für zahlreiche Veranstaltungen hier bei uns im Programm. Also jetzt gut zuschauen. Vom 14. bis 16. März kommen alle Wassersportfans wieder auf ihre Kosten, denn dann findet die 15. Magdeboot in der Magdeburger Messe statt. Zur Jubiläumsmesse wird der besondere Fokus auf den Wassersporttourismus gelegt. Schließlich liegt neue Reviere entdecken und mit Freunden oder der Familie den Urlaub auf dem Wasser zu verbringen im Trend. Ein besonderes Highlight der Magdeburg in diesem Jahr ist die große Jubiläumstombola. Es lohnt sich also doppelt, die Jubiläumsmesse an der Elbe zu besuchen. Geöffnet ist die Messe an allen drei Messetagen von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.magdeburg.de. Die Schützengilde Hubertus Eggersdorf e.V. lädt am 15. März zum 10. Familienschießen ein. Von 9 bis 15 Uhr kann auf dem Schießstand im Sport- und Freizeitzentrum Bördeland Eggersdorf geschossen werden. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 12 Jahre. Die drei erstplatzierten Familien erhalten einen Pokal. Weitere Informationen findet man im Internet unter www.sgi-hubertus-eggersdorf.de. Die Schule stellt am 18. März die Ausbildungen Physiotherapie und Masseur medizinischer Bademeister vor. Ab 18 Uhr können Informationen in den Räumen des Bildungszentrums im IGZ InnoLife Bad Salzelmen gesammelt werden. Die SPD-Landtagsabgeordnete Petra Grimbenne und der SPD-Landratskandidat Markus Bauer laden jeweils am Donnerstag, dem 20. März und 22. Mai alle Bürger zu einer Bürgersprechstunde ein. Im SPD-Bürgerbüro in der Pfennerstraße 35 stehen die Abgeordneten in der Zeit von 17 bis 18 Uhr für Fragen zur Verfügung. Weitere Bürgersprechstunden mit Markus Bauer finden jeweils Donnerstag, den 6. März, den 10. April und 15. Mai ebenfalls von 17 bis 18 Uhr statt. Es wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 03928 769343 gebeten. Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Schönebeck findet am Donnerstag, dem 27. März um 19 Uhr in der Gaststätte Maxim in der Maxim-Gorki-Straße 1a in Schönebeck statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Neuwahl des Jagdvorstandes. Die Eigentümer bejagbarer Grundstücke in den Gemarkungen Schönebeck, Salzelmen, Frohse und Felgeleben sowie der Flur 1 der Gemarkung Pömmitte sind dazu recht herzlich eingeladen. Am Samstag, dem 29. März, bietet das Armeos Klinikum Schönebeck allen Interessierten einen medizinischen Informationstag an. Das Thema an diesem Tag: Probleme mit dem Darm. Wer mehr erfahren möchte, kann sich ab 10 Uhr im Speisesaal des Klinikums Informationen über Erkrankungen und Therapiemöglichkeiten bei einer Messung oder an den aufgebauten Ständen holen. Nach dem großen Erfolg der Pyro Games im Sommer 2013 geht die Reihe in diesem Jahr weiter. Vier der deutschlandweit besten und preisgekrönten Feuerwerksexperten treten am 9. August diesen Jahres im Stadtpark Rote Horn in Magdeburg im Duell gegeneinander an. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm verzaubert das Publikum. Ein weiteres Highlight ist neben dem Feuerwerk eine Licht- und Lasershow. Der Elbe-Kanal verlost zusammen mit der A&O Pyro Games GmbH 3x2 Freikarten für dieses Event. Wenn Sie bei den Pyro Games 2014 dabei sein möchten, dann rufen Sie jetzt unter der Telefonnummer 03928 405770 an und mit ein bisschen Glück sind Sie am 9. August einer der Besucher des großen Feuerwerksspektakels in Magdeburg. Am 10. August 2014 wird dafür gesorgt, dass niemand farblos nach Hause geht. Während ausgewählte DJs für eine super Stimmung sorgen, wird stündlich der Countdown eingeläutet, bei dem das Farbpulver auf die begeisterte Menge herabrieselt. Um die Farbe optimal in Szene zu setzen, wird weiße Kleidung empfohlen. Das älteste und freundlichste Fest wird zum Sommertrend des Jahres.
Die Rede ist natürlich vom Holi Festival. Der Elbe-Kanal verlost zusammen mit der A&O Pyro Games GmbH 3x2 Freikarten für dieses Event. Wenn Sie beim Festival der Farben dabei sein möchten, dann rufen Sie jetzt an unter 03928 405770 und sichern sich Ihre Karten für das farbenfrohe Fest im Sommer 2014. Karl Orff und Giuseppe Verdi treffen in einem Open-Air-Konzert am 16. August dieses Jahres aufeinander und entführen in die fabelhafte Welt der klassischen Musik. Licht- und Laserartist Jürgen Martkowitz kreiert zu den Melodien ein optisches Spektakel voller Brillanz und Farbe. In Zusammenarbeit mit der A&O Pyro Games GmbH verlost der Elbe-Kanal 3x2 Freikarten für diese Veranstaltung am 16. August. Rufen Sie uns einfach an unter der 03928 405770 und mit etwas Glück sind Sie bei diesem Klassikkonzert der Extraklasse dabei. Sie möchten dabei sein bei den vorgestellten Veranstaltungen? Wir haben die Freikarten für Sie. Einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben, das Stichwort darf nicht vergessen werden. Und mit ein bisschen Glück sind Sie dann einer der Gewinner der zahlreichen Freikarten. Wir kommen zum Wetter der kommenden Tage. Am Sonntag soll es nicht ganz so schön werden wie in der zurückliegenden Woche. Die Sonne versteckt sich ein wenig, doch schon in der kommenden Woche kommt sie dann wieder verstärkt zum Vorschein. Also hier kommt sie, die Wettervorschau. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Die Woche ist geschafft und das Wochenende ist in greifbarer Nähe. Leider wird dieses nicht ganz so schön wie das letzte. Bei Maximalwerten um die 12 Grad sollte unbedingt an einen Regenschirm gedacht werden, denn es wird ungemütlich. So beginnt der Samstag mit dem nassen Wetter. In den Mittagsstunden liegen die Werte bei 10 Grad, zum Abend steigt die Temperatur noch einmal leicht auf 11 Grad an. Und auch am Sonntag gibt es nicht viel Veränderung. Bei Maximalwerten um die 12 Grad wird auch dieser Tag nicht besonders angenehm. Im Laufe des Tages steigt das Regenrisiko auch weiter an. Zur Nacht hin sinken die Temperaturen auf 8 Grad herunter. Auch diese Nacht kann man leider nicht in die Sterne blicken. Neue Woche, neues Glück. Doch erst einmal geht es mit ähnlichem Wetter wie am Wochenende weiter. Am Montag liegen die Tagestemperaturen bei 12 Grad. Zum Glück sinkt das Regenrisiko in der Nacht und die Temperaturen bleiben stabil. Es bleibt also zu hoffen, dass das Frühlingswetter wiederkommt und uns etwas Sonne beschert. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Sehr geehrte Zuschauer, sehr geehrte Internetnutzer als auch Handy-App-Gucker, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten, Zuschauen und Handy-App-Nutzen. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende, würden uns freuen, am Montagabend Sie wieder hier an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. Ansonsten schauen Sie doch im Internet mal vorbei unter elbekanal.de oder elbemedium.de. An dieser Stelle der Hinweis, wieder einmal an diesem Wochenende Alphabeats-Zeit. Das heißt, Freitagabend und Samstagabend ab 22 Uhr beginnend hier im Elbe-Kanal junge DJs, die ihre Künste präsentieren, hier bei uns aus dem Studio 7. Dazu lade ich alle schon einmal recht herzlich ein. Ansonsten Ihnen nochmal ein angenehmes Wochenende. Bis Montag. Machen Sie es gut. Ihr Christian Kolbe.